Oskar ist heute genau 7 Monate alt. Und wir gehen jetzt spazieren. Und ich mach Bratapfel. Und der Saug macht was zu essen. Und irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, du hast heute schon ein bisschen schon ein paar Autoteile losgeworden. Ja. Motorhaube, Dämpfer, Niveauregulierungssensor. Sehr gut. Ja. Da war ja schon ein erfolgreicher Tag. Weiß ich. Die Sonne scheint auch. Das genießen wir jetzt. Und dann steht gefälligst was Warmes auf dem Tisch. Okay. Gell, Oskar? Sarum, Urlaub ist vorbei. Jetzt hat er gerade das Auto geholt. Und jetzt gibt's dann gleich die Bratäpfel. Ja, die. Oh, ich habe immer noch Schluck. Hast du schon gesehen? Nee. Schau mal. Also Semmeln oder so. So Rosinenbrötchen. Ja, und ich habe für den Oskar hier ein bisschen. Ich habe immer noch Schluck auf, Mann. Unpraktisch. Wer kennt ein paar Tricks für Schluck auf? Brokkoli gedünstet und hab dabei das Wasser anbrennen lassen. Yo! Wasser anbrennen lassen ist schon echt. Es war halt kein Wasser mehr drin und deswegen. Wahrscheinlich ist das Wasser vorher angebrannt. Dann war halt nichts mehr drin. Dong! Du mit der Dong! Lass dir schmecken. Mit Vanillesauce. Pudding. Der Oskar hat sowas ähnliches. Schmeckt bestimmt auch. Ja, da landet ja was im Mund. Sehr gut. Schmeckt das, ja? Da landet nichts im Mund. Noch nicht. Hallo. Guten Tag. Was machst du denn da? Ich versuche den Kindersitz hier wieder zusammen zu friemeln, nachdem wir alles geputzt haben. Das machst du gut. Und, willst du was? Ja, ich glaube schon. Ich frage mich nur gerade. Oh. Vielleicht muss das vorher rein, oder? Ah, nee, ach, das kann man. Ah. Ja, aber trotzdem muss es vorher rein. Das muss trotzdem vorher. Oh, nein. Na, aber dann nochmal von vorne. Das geht. Zum Glück habe ich es noch nicht unten befestigt. So. Ich glaube, gestern haben wir gar nicht gefilmt, oder? Das war dein erster Arbeitstag. Wie war's? Hä? Wie war dein erster Arbeitstag? So, chillig. War nicht so viel los. Das ist schön. Was erzählst du, Oskar? Du bist müde, du magst jetzt dann schlafen. Ich glaube, das sagt er. Glaube ich auch. Ich kann ihn irgendwie verstehen. Und wenn du wieder aufwachst, dann ist dein Kindersitz fertig. Genau, dann hat er Probe sitzen. Schau mal, ist hier fast sauber geworden. Sieht gut aus. Ja, sieht echt gut aus. Freue mich schon. Er hat den Sitz wieder zusammenbekommen. Dankeschön. Nachher wollen wir ihn dann mal kurz ausprobieren. Aber jetzt gehen wir erstmal spazieren, dass der Kleine schlafen kann. Und mir ist mir eingefallen. Vor allem Pfannkuchen. Die müssen noch im Kühlschrank. Das ist ja süß, Oskar. Da siehst du ja richtig klein aus in dem Sitz. Und wie ist es? Kann man so Auto fahren? Sitzt gut, ha? Hier schon genau die richtige Höhe. Perfekt. Können wir bald ausprobieren. Ja, ich hol dich schon wieder raus. Ich hol dich raus. Keine Sorge. Guten Morgen. Willkommen zurück von der Arbeit. Es war so glatt draußen. Kiste hochtragen. Was echt? Ja, so dickes Eis überall. Ja, ja. Voll krass. Überall Unfälle und Stau. Eieiei. So, aber ich bin lebendig zurück und früher als sonst sogar. Und jetzt trägst du mir auch noch die Kiste hoch. Ja. Ich habe versucht, aber die war mir tatsächlich zu schwer. Ja. Oh, das wird lustig. Das so. Schaffst du. Ja. Das schaffst du. Du hättest erst die Tür aufmachen müssen. Hätte ich machen sollen. Naja. Bis später, ne? Wir sehen uns bis dann. Morgen oder so. Ja, ciao. Bist du denn jetzt von unten? Bist du nicht da hochgegangen? Hä? War länger weg als gedacht. Achso, okay. Hä? Hab ich schon Hunger. Das hab ich gerade echt nicht mitgekriegt, dass du runter bist. Ich hab meine Schuhe nach unten gebracht. Ah, es riecht so gut nach Kaffee. Ja. Jetzt sind wir gerade mit dem Frühstück fertig. Wo gehst denn du jetzt schon wieder hin? Einkaufen. Ja. Und Besuch kommt heute noch. Deswegen wieso? So früh einkaufen. Wieso geht niemand für uns einkaufen? Also, wir suchen jemanden, der für uns einkauft.
Okay. Die Eisschicht draußen auf dem Weg sieht echt übel aus. Ja, krass, gell? Was ist das für ein Eis da draußen? Aber die Sonne scheint. Also wird nicht mehr lange viel Eis da sein. Gut, dass unser Auto besser drauf ist als dein Arbeitsauto. Mhm. Tatsache. So. Habe ich alles? Den Müll. Den Müll, ja. Ja, okay, das wird schwierig, lass es. Nein. Lass es. Okay. Du kannst ja nicht alles tragen. Ich kann ja nochmal hochkommen. Das geht auch. Ja, dann machen wir das so. Sieht man das? Das sieht echt übel aus. Das ist komplett gefroren hier. Eine ganz dicke Schicht. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera so gut sieht. Oder kommt die Post? So, wir wollen spazieren, während Xarok einkaufen ist. Und der Oskar meint wohl, ich sollte die Mütze etwas tiefer ins Gesicht ziehen. Ist so kalt draußen. Als wenn ich sie wieder hoch tue. Hm. Ja? Besser. Ich find's besser. Du nicht? Hm. Grins. Du frecher kleiner Grinsi. Du grinst immer so frech. Ja, gut. So. Wenn ich wieder was sehe, können wir weitermachen. So, von dem Pfannkuchen letztens sind noch welche übrig geblieben. Da machen wir jetzt ganz einfach eine Pfannkuchensuppe draus. Und dann noch ein bisschen Brühe, Pfannkuchen rein, fertig. Wird schon schmecken. Huch, doch noch so viele Pfannkuchen. Bisschen viel geworden. Na, macht nix. Oskar guckt mich an. Ja, das schaffen wir schon. Auch ohne dich. Ohne deine Hilfe. Schaffen wir schon, ja, ja. So viel Pfannkuchen. Oh, Oskar, wir haben nach dem Frühstück nicht weggeräumt. Jetzt müssen wir erst noch den Tisch aufräumen, bevor wir ihn neu decken können. Ach, sieht doch gar nicht so schlecht aus. Ich habe mir, als ich die Pfannkuchen gemacht habe, einfach schnell ein Rezept aus dem Internet rausgesucht und irgendwie war das, glaube ich, zu viel Mehl. Und dann sind die voll ledrig und fest und trocken geworden. Jetzt sind sie wenigstens weich. Genau. Richtig. Ja, den hat er vorhin abgerissen, den Mond. Mal irgendwie mit Kleber oder so wieder dran machen. Einfach die Schnur rausgerissen. Der Mondkiller hat zugeschlagen. Oh, du hast es dran gemacht. Ja, es fällt aber nur ganz leicht. Okay.